Hallo Affbobs, willkommen im Noppenstein-Studio. Ich bin die Tamara. Und ich der Dirk, hallo. Hi. Und wir haben hier etwas beeindruckend Großes auf dem Tisch stehen. Ein Spielset aus unserer Prinzess-Lea-Reihe. Jetzt muss ich selber gucken, wie es heißt. Das Royal Castle von Prinzess Lea. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Gucken wir mal, was es da so zu sehen gibt. Nicht zu verwechseln mit dem Royal Palace. Den haben wir, glaube ich, auch noch. Den gibt es auch noch. Also es gibt da mehrere Sachen. Deshalb musste ich auch gerade gucken. Die sehen sich auch teilweise recht ähnlich, unterscheiden sich aber in der Größe und in der Teileanzahl ganz deutlich. Also das hier ist quasi der Endgegner. Oh, ja. Das ist das Größte von allen. Und da gibt es einiges zu sehen. Also siehst du da jetzt, zeig mal, erklär mal, was du da alles so siehst. Ich glaube, das weißt du jetzt besser, wir haben 7 Minifiguren bei dem Set. 1, 2, 3, 4, 5. 3 stehen hier vorne? Ja, dann sind es 8. Ach nee, warte mal, ich habe 1, 2, 3, 4, die habe ich, Moment. 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Nee, wir zählen die doppelt, weil die vor dem Fenster stehen. Das heißt, ich zähle sie von innen, du von außen. Also hier draußen stehen 5. Einmal mit Profis. Innen drin stehen nochmal 2, also es sind 7. Genau. Ja, genau. Und also erstmal 7 Minifiguren und da gibt es natürlich einiges. Ich finde diese Einhorntreppe hier, also was heißt Einhorntreppe? Die Regenbogentreppe. Aber diese Regenbogentreppe echt genial zum Beispiel. Dann hat es natürlich Funktionen wie zum Beispiel dieses Feuerwerk, was sich die ganze Zeit drehen lässt und ich bin so ein Spielkind. Also es sind keine Windräder, es ist Feuerwerk, genau. Oder es soll doch Feuerwerk sein. Ich würde sagen, es ist Feuerwerk, es ist Feuerwerk, ja. Soll wohl Feuerwerk sein, ja. Man kann hier oben durch die königliche Pforte schreiten. Und wenn man durch die königliche Pforte geschritten ist, haben wir jetzt... Nee, warte mal, wir gucken erstmal, was es vorne noch so alles zu entdecken gibt. Hier oben gibt es noch eine Tür, die man aufmachen kann. Und da sieht man dann... Was ist es denn, was man da ein sieht? Krönchen. Ein Brünchen. Ein Krönchen. Ein Krönchen. Ja, Stichwort. Also man sieht... Ah, Stichwort, genau. Wir haben uns natürlich auch speziell zu diesem Anlass haben wir keine Kosten und Mühen gescheut und haben unsere Kostüm- und Maskenbildnerabteilung wieder voll ausgereizt, um uns... Super geworden, ne? Adäquat... Du siehst super aus. Also es ist ein Träumchen. Um uns adäquat hier ans Thema anzupassen. Genau, also was ich halt ziemlich cool finde an dem Set ist, es ist ausufernd verziert mit Blümelchen und hier irgendwie, keine Ahnung, was das ist, irgendwelche Bäumchen und... Waren das nicht mal Friesen? Was, Friesen? Ja, ich glaube, das sind... Ach, Frisuren? Ja. Ach, du lieber Gott, ja, stimmt, das sind Friesen. Ich dachte, was hat sie jetzt mit Friesen? Aber Friesen, Frisuren. Nein, nicht Frisuren. Die in Norddeutschland. Genau, das meinte ich. hier wird sehr kreativ verwendet und absolut, so. Und es ist alles ausufernd verziert. Und das bringt mich auch gleich zu einer Sache, die jetzt vielleicht nicht jeder gut finden mag. Das Ding kommt mit 64 Stickern. Also es hat keine Prints, sondern es sind alles Sticker. Das ist, hier gibt es da einen riesigen Stickerbogen, also sogar mehrere. Also es sind insgesamt 64 Sticker. Genau, 3 Stickerbögen, ne? Es sind 3 Bögen, ja. Das kann man gut finden, man kann es schlecht finden, das ist jedem selbst überlassen. Ich finde es jetzt nicht so tragisch, weil das halt bei diesen, also so extrem wie dieses Set halt ist, von seiner Art und Weise, da passt das mit den Stickern auch ganz gut drauf. Und wenn man so ordentlich aufbringt, sieht es auch super aus, da fällt es gar nicht auf, dass es Sticker Wobei sind. Wobei man sagen muss, es gibt ein paar Prints, also die sind halt schwer zu entdecken. Ich glaube, das Einhorn, Moment, ich versuche es gerade mal irgendwie da oben abzumachen. Na gut, man kann auch das ganze Ding hier abzureißen. Das hat hier an der Seite, das sind Prints. Okay. Ja gut, genau. Okay. Also die Flügel, die werden zwar hier eingesteckt, aber alles andere ist beprintet. Und ich glaube, diese Fliese ist, das ist, dürfte doch auch kein Sticker sein. Sicher? Oder? Ja, okay, nee, gut, das ist transparent. Das ist ein ja gut, Sticker. Okay, hier sind auch... Ich nehme es zurück, es gibt Prints, aber ich denke mal in homöopathischer Dosis, das Gros der Designelemente hier sind halt Prints. Genau. Sticker, Entschuldigung. Das tut jetzt meiner Begeisterung für das Set aber keinen Abbruch. Ich finde es halt, eigentlich ist es so gar nicht meins. Ne? Also so Prinzessin, was? Nee, so Prinzessin-Sache, das ist so gar nicht meins. Nichtsdestotrotz finde ich das Set cool. Absolut, weil es halt so extrem verschnörkelt ist und es gibt so viel entdecken. Ja. Ja, es ist stimmig. Und wir gucken mal, also jetzt haben wir ja die Außenseite gesehen, da gibt es halt so einiges. Ne? Und jetzt gucken wir es uns mal von innen an. Da gibt es auch ein paar Sachen. Genau, da gibt es natürlich massenweise Spielfeatures, wie zum Beispiel hier stehen
Ist es die Prinzessin und der Prinz? Ich vermute mal, dass das ein Prinz ist. Also die können hier tanzen, ne? Die stehen genau. Hier auf solchen Turntables. Und das ist wie so ein Puppenhaus gemacht. Also es gibt hier ganz viele Räume hier unten. Ich vermute mal, dass das eine Küche ist. Das ist die Küche. Da ist die Küche. Geschlafen wird im Keller. Hier gibt es eine fette Torte. Ja, da wird getanzt. Das hier könnte eventuell ein kleines Dröhnchen sein. Ja. Hier mit einem Tisch, damit man sich dann auch gut gehen lassen kann. Hier oben gibt es noch ein kleines Kaffeekränzchen mit Kaffee und Kuchen. Was haben wir noch? Hier der Balkon, von dem die Prinzessin dann runterwinkt. Hier kann sie dann ihre... Klavier spielen. Genau, Klavier spielen. Ne? Hier oben wird... Was macht man da? Zaubern? Sieht so aus, oder? Ich weiß es nicht. Oder ist das vielleicht ein überdimensionaler... Ich muss jetzt gerade an Herr der Ringe denken. So. Ah, ein... Wie heißt das Ding? Ja. Genau, ihr wisst es, genau. Hier oben gibt es... Es ist ein Krönchen auf einem Brünchen. Keine Ahnung warum, aber es ist so. Hier gibt es noch einen Edelstein, einen Schatz und hinher. Also es gibt hier ganz viele liebevolle kleine Details, die es zu entdecken gibt. Ja. Allein der Kronleuchter, das ist ja, ja kein Detail, sondern das ist eigentlich... Also der springt einen an, aber das ist schon heftig, wie das Ding gebaut ist. Also der sieht auch gut aus. Also das ganze Set sieht gut aus. Wie gesagt, also ich würde es mir jetzt zum Spielen, wäre es jetzt für mich... eher ungeeignet. Ich würde dann eher mehr andere Sets holen, keine Ahnung, Piraten oder Ritter oder irgend sowas, aber für jemand, der eben auf das Setting steht, finde ich das Ding ziemlich geil. Von der Art und Weise, vom Design her, finde ich super. Absolut. Gut. Und du sagst zum Spielen, ist es natürlich geeignet, aber ich finde auch so, um sich einfach hinzustellen. Und ich versuche die ganze Zeit, das in mein Wohnzimmer zu kriegen, aber... Es gibt da offensichtlich Kräfte, die dem entgegenhalten. Aber ich finde das geil. Ich finde es super. Also mir gefällt es, weil es halt so verschnörkelt und verspielt ist. Also es sieht nicht so aus wie gewollt und gekonnt, sondern das passt halt. Ja, genau. Und es gibt allein schon so viel zu entdecken hier, auch mit diesen kleinen Türmchen aus so einem Einhorn gemacht. Ne? Genau, also sie schmücken quasi das Schloss mit... Darf ich das sagen? Nee, oder darf man nicht sagen. Die schmücken das Schloss mit Leichenteilen? Nee, Quatsch. Also das sind natürlich güldene Einhorn-Imitate. Sonst wäre er hier wahrscheinlich ein bisschen sauer. Aber wie gesagt, vom Detailreichtum her ist das schon echt heftig, was es da so alles gibt. Ja. Auch mit diesen Ranken hier oben. Also ich finde das super. Gefällt mir gut. Und lesen wir mal die Setcard vor, weil du hast da nämlich... Ach nein, nein, nein. Anleitung. Zeigen wir erstmal die Anleitung. Entschuldigung. Ihr kennt das schon, das sind die Anleitungen aus unserer Kids-Reihe. Ne? Die sind... Die sind recht simpel gestaltet. Genau. Das Set hat 16 Bauschritte. Und ihr seht auch, wie gewohnt immer... Guck dir das Bild an. Die Figürchen vorne drauf. Genau, die Figuren sind drinnen zu sehen. Und ihr seht auch hier immer... Der aktuelle Bauschritt, also aktuell das, was ihr aufsetzt, ist immer umrandet, also beziehungsweise kenntlich gemacht, auch mit Pfeilen. Ausgegraut ist, naja gut, es ist ein bisschen verblasst. Kann man aber nicht viel verkehrt machen. Also das ist relativ simpel zu bauen. Es hat insgesamt, gucken wir mal, 706 Bauschritte. Die in 16 Abschnitten. Also das ist für Kinder ab 6 geeignet. Also es ist überhaupt kein Problem. Das kriegt ihr problemlos zusammen. Und dann haben wir auch noch irgendwo einen Kasten, oder? Ah, der steht auch bei mir. So, warte mal. Ein formschöner Karton, ne? Kennt ihr auch. Also wenn ihr schon ein Set aus unserer Kids-Reihe gekauft habt, ist euch das jetzt auch nichts Neues. Vorne eben das Set, hinten drauf seht ihr noch mal so ein bisschen die Details. Stehen da schon die Maße drauf? Nee, gell, da haben wir noch keine Maße drauf gemacht. Nee. Genau. Also das ist die Kiste. Ziemlich groß, aber es ist ja auch viel drin, wie ihr seht. So, und jetzt tätig sagen tun, wir lesen mal die Setkarte vor. Ja, klingt gut. Machst du das? Ich versuche mal deine Schrift zu lesen, aber das geht ganz problemlos. Also das ist das Royal Castle aus unserer Princess Leia-Reihe, das ist ein Blue Bricks Pro. Die Setnummer ist die 107146 mit 2482 Teilen für 149,95 €. Die Abmessungen sind 22 cm in der Tiefe, also von hier bis hier. 41,5 cm in der Breite und 57 cm in der Höhe. Komplexität ist ja für größere Kinder. Also wie gesagt, das ist relativ problemlos aufbaubar. Stickeranzahl 64 Stück auf 3 Sheets. Lass ich jetzt mal so stehen.
Es ist ein Spielset, es gibt einige Funktionen, also man kann Türen auf und zu machen, dann können die Figuren auf der Tanzfläche tanzen, es gibt drehbares Feuerwerk und so weiter. Ist ein schönes Set zum Spielen, aber auch ein schönes Set zum Hinstellen. So, in diesem Sinne kommen wir nochmal auf die Einhornhörner genau. Zurück. Hier die wunderbare Überleitung. Und jetzt machen wir eine Überleitung, die überhaupt nicht gestellt ist. Nein. Du hast da nochmal was vorbereitet. Ja, denn wenn man von Einhörner nicht genug bekommen kann... Wir haben ja unseren Einhorngarten. Der Einhorngarten, und ja. Die Einhörner laufen recht gut. Die sind jetzt tatsächlich auch in der dritten Serie schon. Erstaunlicherweise. Und wir dachten uns... Die müssen ja irgendwo wohnen. Irgendwo, die wohnen ja nicht im Garten. Und dementsprechend hat die Tamara ein Einhornschloss entworfen. Du hast ihm die Beine Einhorn gebrochen. Die Beine ab, ne? Wunderbar. Ja, normalerweise brechen wir Einhörner nicht die Beine. Nein. Egal. Aber ich sehe es nicht. Warte mal. Irgendwas klemmt hier vorne. Ach so, das Horn hat mit seinen Flügeln. Ihr seht schon, das ist voll von Einhörnern. Wie gesagt, die wohnen da drinne. Und dieses Schloss, was tust du? Ja, hier klemmt es. Eigentlich kann man das... Ah, das lag hier. Man kann das Ding nämlich ganz aufklappen. Genau. Und? Es ist ein Prototyp, ne? Ja. Also es bleibt nicht in diesen Farben. Nein, also bunt ist cool, aber das nicht so. Und das Coole daran ist, wenn man sich das so hinstellt, ist es von beiden Seiten abgefahren anzusehen. Also sowohl von vorne als auch auf der Rückseite. Und ihr könnt es natürlich auch zum Bespielen, könnt ihr es auch auseinanderklappen. Und es ist natürlich komplett modular. Auch so macht es was her. Ja, und also, du hast es gebaut, also zeig. Ich zeige es nur ganz kurz. Ne? Also ich nehme hier einfach mal alles ab und Sneak Peek-mäßig. Man kann halt einige Dinge tun. Es wird irgendwie so um die 2500 Teile haben. Genau. Und jetzt haben wir schon so viel gezeigt, dass wir fast kein Produktvideo mehr machen. Deshalb schieben wir es wieder aus dem Bild. Habt ihr gesehen, die Einhörner werden bald, angemessen wohnen können. Und in dem Sinne war es das jetzt, glaube ich, für heute sogar, oder? Ich denke auch. Ja, also Noppensteine. Einhörner kann man nie genug haben. Und Einhörner, Noppensteine und Einhörner kann man nie genug haben. Demnächst gibt es mehr. Macht's gut. Viel Spaß beim Bauen. Ciao. Tschüss. Ja. Was für eine Überleitung. Grandios, oder? Also absolut. Das ist jahrelanges Training hier. Ja.